Hello! Piu, piu, piu. Valamor Gutes, Freunde! Willkommen zu dem neuen Part Pokémon Blattgrün in randomisierter Form, Form. Here we go! Und wir befinden uns nach wie vor am Glühberg. Am Ende wartet uns ein Glühwein. Das weiß ich schon. Boah. Und. Oh, kurz leise machen. Ja. Und. Es gibt noch eine Höhle, Freunde. Die Glühhöhle. Keine Ahnung, wie die heißt. Die müssen wir uns auch noch anschauen. Oh, scheiße. Das wird der Jornisch, Freunde. Oder was? Fuchtler. Fuchtler. Härtner. Nee. Nicht gut. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Oh, nee, komm. Nee, komm. Dann habe ich keinen Bock mehr auf dich. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wo es, wo ich die gelbe Flöte A her habe, B hingetan habe, in der Reihenfolge. Boah, sag mal, ich bin gerade völlig, ich muss mal kurz nachdenken. Tengulist, meine Güte, was bist du denn? Pflanze bist du nicht, oder doch? Mach mal Gestein drauf. Nein. Was denn das für ein Typ? Im wahrsten Sinne. Psycho geht nicht. Machen wir Überstrahl, komm. Wenn er lacht. Ist der Stein oder was? Hä? Ich bin ja komplett verwirrt. Aber Tengulist. Ist das... Ah, nee. Es gibt doch in Pokémon... Lass mich lügen. Schwarz oder Weiß. Oder Schwarz 2 oder so. Da gibt es doch ein Pokémon... was irgendwie so ein Schatten-Teleport-Gedöns kann. Das ist ein geiles Vieh, aber das ist nicht er, ne? Das ist doch so ein testrales Viech aus dem Nether, was weiß ich. Freunde, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, Leute, aber das ist ein geiles Vieh. Cosmic-Kraft. Okay. Ach so, ach nee, ja, siehst du. Spezialverteidigung. Eigentlich stehe ich ja nicht auf Statusattacken, ne? Also Psychokinese steht, ist klar. Hyperstrahl, kann man drüber reden. Lehmschelle, bin halt Boden. Krieg ja noch irgendwo Erdbeben. Die könnte ersetzt werden. Und Antikraft. Ist halt noch ziemlich stark auf jeden Fall, obwohl es halt kein Boden ist. Kosmikkraft, ja. Verteidigung, Spezialverteidigung. Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil es auch beides bufft, ne? Also Hyperstrahl oder Lehmschelle. Lehmschelle wird definitiv vergessen für Erdbeben. Frage ist nur, wann wird es der Fall sein? Wird Hyperstrahl theoretisch stark? Ich glaube, ich nehme Lehmschelle. Kommt drauf, ihr schieselt, Freunde. Nicht so viel nachdenken. Haben wir es zwar schon, aber nicht noch mehr zumindest. Okay. Okay. Tuska. Den kriegen wir weg, Freunde. Mit eben diesem. Boah, ich habe so Nacken. Boah. Und irgendwer von euch Masseur professioneller ist oder wie heißt das? Therapeut, wie heißt das denn jetzt hier, Mensch? Diese Therapeuten da, die dich durchknacken und so, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine, ich komme gar nicht auf den Namen. Wenn das einer von euch ist, kommt zu mir, Freunde. Kommt zu mir. Ich habe einen Nacken anzubieten zum Üben oder so. So ein Übungsnacken. Ah, scheiß Kributak. Oh, ich habe wieder gar nicht hingeguckt, Mensch. Ich habe einen Übungsnacken. Wie heißt denn man dieser Beruf jetzt? Physiotherapie, das meine ich genau. Wenn einer Physiotherapeut ist, komm vorbei, Freunde. Ich habe einen Übungsnacken, ne? Gerne, auch gerne kostenlos, kein Problem. Boah, scheiße, Mann, das tut echt weh, ey. Boah, ich kann kaum bewegen, Leute. Du bist erschreckend gut. Ah, ja. Okay, ich brauche... Ja, ein, zwei... Pots... Oder
Wie weit waren das wir? Na, ich bin schon ein Stück vorangekommen, ne? Ach komm, weißt du was drauf geschissen? Wir holen uns nochmal 80 Tafelwasser bei dem Guy mit dem schlechten Businessplan. Dann gönnen wir uns jetzt hier einfach mal dat und genau, und dann muss ich auch noch mal irgendwann jetzt langsam überlegen, wann ich diese, auf was ich die AP Plus gebe und die KP Plus. Aber mal schauen. Ich hasse so eine einzelnen Lücken da, ne? Da fühle ich mich gezwungen, jede Lücke anzuklicken. Ich denke, da liegt ja locker ein Item. Nein. Oh, Fianonto. Mal wieder. Nein. 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 Okay. Okay, hier geht's nicht weiter für uns. Warte mal, kam hier von dort? Ah ja, ich kann rum. Okay, und hier ging's auch nicht weiter. Nein. Okidoki. Lücke? Nein. Hier. Boah, keine Ahnung, wo kommen wir denn her? Eigentlich. Na, hier waren wir noch nicht, ne? Hallo. Hier waren wir noch nicht. Nee, nee. Okay, zwei Pokémänner. Oh. Haben wir wieder ein Mühlenmädel, Leute. Ein Mühlenmädel. Ist das witzig, ey. Und was Spotlight übrigens macht, weiß ich auch nicht. Ist mir völlig suspekt. Ach komm, ich mach mal weiter. Ist mir völlig suspekt, Freundinius. Keine Ahnung. Hm. Sieht man mal wieder, dass ich die dritte Gen nicht so viel gespielt habe, ne? Achso, der Seron, ich Trottel. Wie war das hier? Ja, ich Idiot, ey. Ja, die dritte Gen nicht viel gespielt. Und danach wird's dünner. Ich habe jede Edition gespielt. Also jetzt bis auf die allerneuesten. So Super Sonne. Schildschwert auch noch nicht, by the way. Keine Wii habe. Wenn ihr eine freie Wii habt, immer her damit. Aber ansonsten habe ich halt natürlich alles gespielt, was es so gibt. Aber ich bin jetzt halt nicht so dieser Hardcore-Lappen, der jede Attacke und jedes Pokémon und jedes Moveset kennt. Ich kenne ja teilweise nicht mal die, die Typenkonstellation, die Typenwechselwirkung, wie ihr ständig merkt. Gerade so seltsame mit Geist zu Gift und Unlicht zu Stahl und so, diese ganzen neun, ja, da wird es bei mir dünn, beziehungsweise ich kann es mir halt einfach nicht merken, keine Ahnung warum, auch ein Vulpix. Na, das hat ja schon was wirklich Nostalgisches, wenn man sich da Rocco im Hinterkopf behält, nicht? Den nehme ich mal mit für Level 4, oh nee, okay, doch nicht. So, pass auf, hier geht's hoch, da geht's runter. Jetzt weiß ich nicht. Hier geht's aber auch noch lang. Hier ist nämlich der Dude, den wir vorhin gesehen haben. Viele Wege, Freunde. Großer Vulkan, Freunde. Ich beiß den Teddy einfach mal, oder? Zack. Erholung. Batz. Top Genesung. Hallo, sind wir hier in der Hardcore-Edition oder wie? Gibt's jetzt so eine random Lappen dann Top Genesung immer. Wenn ihr Sony hustet oder was? 44, okay, 11 Level nur noch. Ach man liebt das. Boah, 11 Level nur noch. Dann haben wir. Achso, ich wollte mir Sumpix, habe ich ja letzte Woche gefangen. Oh, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe gar nicht recherchiert. Sumpix, der macht mich echt an, das Vieh. Den muss ich mir anschauen. Als Ersatz eventuell für Kazinga. Carplex heißt er dann, oder Sumsinga. Sumsinga. Okay, hier ist eine Höhle. Okay, und dann aber nicht nur das Vieh selbst, sondern auch im, gerne mal im Vergleich. Ach, hier ist Feierabend. Okay. Das heißt, wir haben die Höhle, wir haben den Sprung noch. Oh, da sind Rockets. Oha. Okay. Also hier bräuchte ich mir Zertrümmer. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Und hier kam ich her. Was? Ach, das ist der Explosionstyp. Nein. Okay, zwei Rockets. Der Schatz, über den die... Was? Vors? Über den die... Was sind Vorsitzenden oder was? Reden? Muss hier irgendwo sein? Verschwinde. Hey, die buddeln da. Okay. Kommt vielleicht später nochmal. Okay, jetzt müssen wir dummerweise den ganzen Weg nochmal laufen, nicht?
Was? Achso, ich kann schon, ja. Okay, aber wenigstens. Obwohl, warte mal, wir könnten noch in die Höhle unten gehen, ne? Bevor wir da jetzt hochgehen. Das scheint ja das Ende zu sein, sozusagen. Wo waren das jetzt hier? Nee, stopp. Hä? Nee, stopp, stopp, stopp. Ich bin gerade. Nee, stopp. Auf Eiland 3, glaube ich, war am Anfang direkt am Strand eine Höhle. Die habe ich noch nicht erforscht. Hier ist jetzt der Glutberg. Aber hä, warte, warte, war hier nicht auch noch was? Hier habe ich doch auch irgendwas übersehen. Nicht übersehen, aber noch nicht gemacht. Moment mal. Eiland 1, so. Glühweg. Ach so, es kann sein, dass es direkt am Anfang des Glühwegs war. Das kann sein. Okay, okay, okay. Gut. Und hier. Genau, hier müsste. Das. Ja, gut. Dann muss ich also nochmal zurück zum Glühweg. Da war, glaube ich, denn doch noch irgendwas, weil ich noch nicht gemacht habe, ne? Alter, ist ja der Stein schon wieder weg. Okay, dann gehen wir doch jetzt erstmal in die Höhle oben. Oh. Brrr. Gut. Dann machen wir das erstmal. Achso, ja, genau. Hier lang. So, nein. Oben. Nee, hä? Oh, ist die scheiß Höhle jetzt. Ich bin schon wieder verlaufen, oder was? War das hier? Ah, hier. Ah, ja. Glutberg. Wenn es hier nicht Feuer-Pokémon gibt, Freunde, weiß ich auch nicht. Noch eine Höhle. Okay. Noch mehr Zertrümmerer. Warum sind so viele Zertrümmerersteine? Oh, das sieht aber ganz cool aus hier, ne? Nice. Zertrümmerer ohne Ende, Leute. Ach, ein Stolunio. Die 36, hallo. Sind ja Items drin? Nee. Huh. Stolunio. Geh mal weg. Nee, hier ist nix. Was ist denn das hier für ein Bums? Oh! Oh, leck mich am Ellbogen. Ein Glurak. Ach, du dickes Produkt. Hui, ui, ui, der kann Metallklaue. Oh, shit. Aber den würde ich gerne in mein Inventar aufnehmen. Es wird schon knapp. Wahrscheinlich nicht nutzen. Aber ein Glurak, hallo, ich kann nicht widerstehen. Liebe Freunde der Sonne. Schluck die Welle und ich glaube. Achso, ich habe einen Flammenwurf. Okay, damit kann ich mich ranarbeiten, nicht so? Mal genau hingucken. Oh! Wow! Das nenne ich genau hingeguckt. Okidoki, Glurak. Probieren wir unsere Pokéball, ja, warum nicht? Kann man mal machen, ne? Noch ein, komm. Nein, ich glaube, das wird nichts, Freunde. Ich glaube, Pokébälle generell kannst du einfach knicken. Oh, oh. Ohohoho! Okay. Da ist er wieder. Hat er zugeschlagen, Freunde. Und für Glurak gibt es sogar einen Pokédex-Eintrag. Na, ich werde weg. Geil, Leute. Wir haben einen Glurak gefangen. Ist das geil, oder was? Da fällt die Höhle ja schon. Das ist noch eine Höhle. Was ist denn das hier für ein. Wer wohnt denn hier, ey? Was erwartet mich hier am Ende der Höhle, Freunde? Azumere. Ihr wisst es wahrscheinlich. Okay, bin hier draußen. Aha. Aha. Ach, das ist jetzt hier. Ah. Aha. Ich brauche Zertrümmerer. Zumindest für dieses Item da. Okay. Da ist noch ein Item. Das kriege ich. Na. Aha. Feuerstein. Brauchen wir, glaube ich, nie. Also, wisst ihr jetzt nicht für was? Hyperball. Ja, bei dir, ich muss den zertrümmern.
den zertrümmern. Hoch. Von hier rüber. Ja, ich brauche hier auf jeden Fall Zertrümmerer. Okay. Wo zum Kuckuck gibt's Zertrümmerer? Nope. Oh, ich liebe Rätsel. Oh, ich liebe Steinrätsel. Ich finde auch mein Ding. Okay. Okay, ich meine, die Treppe ist ja eh nah. Wir können es schnell resetten. Aber so geht's schon mal nicht. Das habe ich zwar eben schon gesehen. Ich wollte es trotzdem mal machen. Was ist denn das? What? What? Ist das ein Habitak oder ein Lavados? Okay, Moment mal. Ich glaube nicht, dass ich jetzt gerade darauf vorbereitet bin, um ehrlich zu sein. Ich habe ja auch keine Pokébälle. Also schon, aber nicht für ein fucking legendäres Pokémon. Mal wieder. 16, das ist ein Witz. Für ein verkacktes Lavados, das kannst du voll knicken, glaube ich. Oder? Ja, wie sagt mir das denn niemand? Dass ich mich hier nicht vorbereite. Ich habe ja auch keine APs mehr hier auf Pirtata. Oh Gott. Ja gut, ich kann mich wie immer gut rantasten mit Dragorino. Gehen wir auch mal kurz abheilen. Na, aber ballmäßig sieht es dann noch eng aus, würde ich jetzt mal sagen, mit 16. Das ist ja nichts. Okay, damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet hier, aber... Jaul. Ah, das ist der offizielle Ruf, Freunde. Jaul, jaul. Level 50. Kriegst du erstmal eine Welle. Welle mal eine Welle vom Kopf. So. Na dann lass uns da mal ranwüten, wa? Mhm. Nein! Oh, scheiße. Fuck. Oh, ja, ich bin nicht vorbereitet hier. Jetzt habe ich dafür auch keine APs. Na gut, okay, wir haben... Bin ich sogar so eine Bäre? Ne, ja, wir haben 5 Äther. Komm, das müssen wir jetzt hier mal... Das wollte ich mal gönnen jetzt. Ich meine, ich sehr ungern mitten im Spiel, aber... Okay, ich muss nur aufpassen, wie viel das immer abzieht. Ah, da müssten noch genau 2 drin sein, wenn ich das richtig berechne. Oh, das wird... Das wird... Richtig enges Höschen. Ich glaube fast nicht. Oh, ich glaube fast nicht, aber ich resette dann einfach. Aber warte, ich resette einfach hier dann. Ist noch leichter. Okay. Ich glaube, es passt nicht. Oh, Ausdauer. Oha. Oh, es passt doch. Oh. Okay. Gut, also näher ran kommen wir da nicht, Freunde. Das ist gesetzt. Ja, naja, das fahren wir gleich mit Hyperbällen an. Alles andere ist eh, glaube ich... Oh wow, 2 Wackler. Oh boy, oh boy. Das lässt ja fast Hoffnung schöpfen. Welch trügerisches Gefühl, diese Hoffnung. Ich hasse diese Hoffnung. Das lässt dich trügerisch schwelgen. Brauchen wir mal ein Hypi. Ja, ja, ist egal. Ich wollte sagen, ich kann auch Kasinga reinbringen, aber es ist eigentlich Titte. Okay. Hübi, Feuer. Jetzt. Zweimal wackelt, zack, Hoffnung hier direkt und jetzt. Springt ja mal sofort raus, der Dödel, ne? Das ist nicht das Problem mit der Hoffnung. Es lässt sich verzweifelt an etwas festhängen, was schon längst verloren ist. Aber noch gebe ich nicht auf. Ach, das ist doch bescheuert, ey. Kommt der da wieder ewig nicht in den Scheißball, Leute. Ich speede das da mal wieder ein bisschen ab hier, ne? Oha, 2 Wackler. Nein. Oh, wow, 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 okay. Ja, Kollege. Hallo. Ah.
kann mir noch einen raushauen. Ja, 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 doch. Ja, doch. Moment doch. Hüppi. Okay. Ups. Komm, wir machen die Hüppis weiter. No. No. Oh Mann, ey. Was ist so frustrierend? Jeder kennt's, jeder hasst es. Ach Mann. Das ist. Weißt du, irgendwer hat mal gesagt, ein schlauer Mann. Weiß nicht mehr wer, aber. Der hat mal gesagt. Woran erkennt man Wahnsinn? Also, was ist Wahnsinn? Verrückt sein, Wahnsinn. Er sagte, Wahnsinn ist, wenn du immer wieder dasselbe tust, aber auf ein anderes Ergebnis hoffst, dann ist man wahnsinnig. Das ist es. Das ist es. Ich weiß genau, was passiert. Und ich werfe weiterhin Bälle auf das Vieh. Könnte sagen, der Junge ist wahnsinnig. Guckt euch das an. Das und ich erwarte jedes Mal ein anderes Ergebnis, obwohl ich weiß, es wird nicht eintreten. Guckt euch das an. Ich hasse diese scheiß Vögel, ey. Es tut so weh, es tut so weh, Freunde. Okay, pass auf. Pass auf. Ich mache jetzt noch einen Durchgang mit dem Vieh, ne? Einen Durchgang. So. Und wenn das Vieh nicht drinne bleibt, nach diesem Durchgang Bälle jetzt. Dann hat's verkackt. Dann will's nicht in mein Team. Dann gehört's aber auch nicht in mein Team. Wir wollen's nicht im Team, Freunde. Da sind wir mal Bully. Pass auf, ich rüggel das schnell im Speedy-Modi durch. Vielleicht klappt's, vielleicht nicht. Wenn nicht, wollen wir Lavados nicht im Team, Freunde. Nostalgisch gesehen fände ich's toll, aber wenn wir es nicht haben, ist halt auch egal. Wir werden's eh nicht nutzen. Von daher ist nicht so schlimm, ne? Es muss halt schlafen, ne? Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Paralyse schön und gut, aber Schlaf wäre, glaube ich, der Schlüssel. Weil, mal ganz ehrlich, es ist nicht vorgesehen, dass man dafür Meisterball benutzt, ne? Das da an HP ist, abgesehen vielleicht von Trugschlag, oder wie die Attacke heißt, wo ihr noch einer PM, ist das das echt das Maximum, wo man rankommen kann. Und wenn es Viehfangbar ist, was es ja ist, dann ist der einzige Unterschied, der jetzt noch besteht, in der Art der Statusveränderung. Und ich weiß, dass Schlaf da ein paar Punkte, Prozente oder wie auch immer man das berechnet, Stufen, bla bla, mehr gibt für den Fangprozess und die Berechnung. Als Paralyse, aber das ist eigentlich schon das Maximum, wo du rankommen kannst hier, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann ist das Viech, dann sind die Prozente halt einfach zu heftig. Und es will nicht. Ja, ich rock jetzt gerade, guck mal kurz durch, Freunde. Vielleicht okay. Alles klar, ja. Ich weiß nicht genau, was gerade passiert ist. Ich meine, ich habe es gebissen. Ist aber nicht gestorben. Durch Ausdauer? Nee, hä? Okay, interessant. Boah, das holt uns noch alle ab, Leute. Glaubt man das oder glaubt man das nicht? Okay, Freunde. Darauf wir schissen, ne? Oder? Das soll's. Wir machen das Spiel jetzt fertig. Krieg's nicht. Krieg's nicht, will's euer nicht. Ich will's nicht haben. So. Blöder Sack. Okay,
Das war also der. Das Ende des Weges, hm? Kommen wir hier wieder weg jetzt? Ja, das war. Fluchtseil? Hier. Oh, Glück gehabt. Gott sei Dank. Okay, das war der Anfang. Ah, ach, das. Achso, das war hier der Anfang. Ja, okay, aber. Achso, komplett zurückkommen wir nicht, ne? Müssen wir doch noch laufen hier. Okay. Dit war dit. Wo war denn jetzt diese vermaledeite Höhle hier? Weiter unten, oder? Moment mal, jetzt kann ich doch bestimmt zurückfliegen, oder? Flieg, flieg. Glutberg. Hier, Glühweg. Der Glühweg, da muss ich hin. Genau. Wow. Hoppala. Was ist los hier? Fitti, fitti, jawohl. Ach, Billy Bill. Bist du fertig hier mit deinem Bums? Ah. Hallo, hallo. Was hat dich aufgehalten? Ich musste in FIFA anbrüllen, hat nicht geklappt. Hast du dich amüsiert? Wir haben es geschafft, die PCs laufen wieder. Okay. Das haben wir unglaublich schnell erledigen können. Bill ist so wunderbar. Nein, es gab für mich nicht mehr viel zu tun. Celio, das muss ich dir lassen. Du hast viel gelernt. Oh, wirklich? Nun, da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanto. Celio, wir sehen uns. Otto, es tut mir leid, dass wir dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche, dass ich dir die Gegend ein andermal zeige. Ey, warte mal, ich will aber noch hier bleiben. Nein! Na, sag mal, der Typ entführt mich einfach ständig hin und her hier. Das war eine lange Fahrt. Ja, ja, ja. Scheint die Gegend mal genossen zu haben. Ich bin sicher, würde dich gerne erneut willkommen heißen. Wenn du den Tripass hast, kannst du jederzeit mit der Fähre von Orania City zufahren. Ah! Ach, von Orania! Okay, von Orania aus. Okay. Gut, pass mal auf. Das machen wir nämlich auch. Aber, jetzt da wir schon mal in Kanto sind, lass uns mal kurz nach Lavandia fliegen. Und im vierten Obergeschoss, nachdem ich einen Schutz anhaue, lass uns mal kurz im vierten Obergeschoss, na, da liegt ein Riesenpilz. Den brauchen wir für die Attacken-Dingsbums da. So, pass auf, das ist die 1 oder was? 0? 1? 1 wird das sein. 2? Ich hoffe doch, wenn ich muss jetzt jedes Geschoss absuchen. Da. Steht auch irgendwo ein Schild hier, ne, wo wir sind. 3. Oh. Ach ja, stimmt. Ich habe ja alle ausgelassen, die gingen. Ich erinnere mich. Okay, kein Problem. Machen wir auch schnell durch. 44 nämlich. Nein. Panzer Aeron. Dankeschön. Dankeschön. So, wo waren wir die 3, gell? Haben wir gesagt. 3 haben wir gesagt. Ist das die 4 hier? So, das dürfte die 4 wohl sein. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wo das Teil liegt. Das wird wohl irgendwie so eine Ecke ja sein, wie immer, oder? Kann ja doch ein Grabstein sein. Ah! Yes! Nice! Sehr gut, Freunde, sehr gut. I like. I like. Big Butts. So. Ja, das war's eigentlich, ne? Mehr hatte ich jetzt hier nicht gewollt. Ja. Gut, dann nach. Wo von Oranaya aus? Mhm. Von der Fähre. Wo ist denn die Fähre? Ist die hier mit am Anleger oder wie? Ist hier die Fähre? Fähre? Tripass, ah ja. Seesprintfähre, ja. Wir. Die 1, gell? Ja. Die 1. Da müssen wir noch in die Höhle. Die Glühhöhle nämlich. Ah ne, war nicht die 1, oder? Ah doch, man musste surfen. Ja, 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 ja. Genau, der Glühweg. Was hier? Ach, diese Zertrümmerer. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht geirrt, aber hier war doch eine Höhle, oder? Papunga. Flucht unmöglich? Na, hallo. Ich will ja wohl mein lieber Herr. Okay, wo war diese vermaledeite Höhle jetzt?
hier schon mal nicht. Kling, kling. Ui, Kributak. Hallo. Nein. Ah, hier brauche ich wieder Zertrümmerer, siehst du, für das Ding. Ahaha. Die Glutherme. Die Glutherme. Wartet hier noch ein legendäres Pokémon auf uns? Oder was? Ein Thermalbad soll heilende Wirkung haben, sagt man. Okay. Alles klar, Freunde. Dann erforschen wir zusammen die Glutherme im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Schreibt mir einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Mach's gut. Valado, Herdes und bis bald.